Hallo Freunde analogen Unterhaltung. Salut. Und willkommen zu einer weiteren Rezension hier bei Hunter und Ein Revue? Ein Revue, ja, und zwar ein Wunschrezension. Eine Wunschrezension. Ein Wunschrevue. Ja, ein Wunsch. Sollte ich so französisch reden, nämlich. Du willst doch nur, dass ich jetzt Kailü sage. Es heißt wahrscheinlich auch Kailü. Ich sage immer Kailus. Ja, ich habe auch immer Kailus. Aber es ist eine französische Stadt. Wahrscheinlich heißt es Kailü. Vor allem heißt es Kailü 1303, aber ich weiß nicht, wie das wahrscheinlich heißt. Wahrscheinlich heißt es 1303. Oder? 1303, ja. Nee, das weiß ich auch nicht. Es ist auf jeden Fall eine Wunschrezension unserer Unterstützer und zwar vom August diesen Jahres. Das Ganze ist ein Reprint von einem großen Klassiker, kann man nicht anders sagen. Von Kailus. Von Kailus, dem großen Klassiker, einem Pionier des Worker Placements. Und das ganze Jahr, jetzt bin ich so ein bisschen überrascht, weil als Kailü rausgekommen ist, gab Space Cowboys noch gar nicht. Trotzdem sind die hier drauf. Die haben wahrscheinlich irgendwie, also Kailü, Kailus war mal, oder Istari, jetzt weiß ich schon nicht mehr, wie ich weiß ja nicht mehr. Aber genau, und tatsächlich habe ich das auch so im Kopf abgespeichert. Sehe auch noch diese alten Schachteln da so vor mir. Jetzt aber plötzlich taucht eben dieser Reprint aus dem Haus. Wahrscheinlich Space haben Cowboys die das gemacht. Die haben das. Die haben da, komm hier, lass mal, guck mal, wie das aussieht, euer altes Ding. Und das kann man auch schon mal vorwegnehmen, ja, optisch hier schon mal ins moderne Zeitalter katapultiert. Genau. Und wie du schon gesagt hast, Kailü, ja, einer der Pioniere des Worker Placement. Es gibt dieses Richard Breese-Spiel Key Wind, das dann unter Morgenland den Reprint hatte. 2000, irgend sowas. Und aber das große, richtig bekannt, ja, auch laut Wikipedia-Eintrag, so nachzulesen, ja, wurde dann Worker Placement über Kailü. Genau, und das Ganze ist jetzt eben in dieser neuen Auflage für 12 bis 99 Jahre. Bis 19 ab 12, Spieler. 12 ab 12 bis 99 Spieler. Genau, 12 bis 99 Spieler, nein. Ab 12 Jahren 2 bis 5 Spieler. 2 bis 5 Jahre. 60 bis 90 Minuten, du irritierst mich. Nein, genau. Und das Ganze ist thematisch ein Bauspiel. Ne? Relativ klassisches Thema für ein Brettspiel. Wir müssen dann bei so einer Burg mitwirtschaften und bauen so Gebäude im Vorfeld. Das kann man aber auch. Also man kann auch sagen, die Burg wurde angegriffen, die Mauern sind niedergebrannt, versammelt euch. Wirklich? Nur gemeinsam können wir die Burgmauern verstärken, um in Zukunft gegen zukünftige Angriffe gewappnet zu sein. Nutzt die Gunst der Stunde. Jetzt ist die Zeit, euer Haus, eure Residenz auf dem schönen Weg, auf der Schlossallee sozusagen zu errichten. Da wird es in Zukunft, wird es richtig teuer werden von der Miete. Aber jetzt ist quasi noch der Pionierstimmung. Jetzt kann man da noch einfach, wer zuerst kommt, malt zuerst sozusagen. Ich baue hier direkt an Königstür. Kailus. Das klang jetzt schon besser. Kailus. Kailus. Kron erklärt euch die Regeln dieses klassischen Worker Placement Spiels. Und dann gibt es ein Fazit. Kailü 1303 oder Kailus 1303 ist ein Worker-Placement-Spiel, das über 9 Runden gespielt wird. Jede Runde hat 4 Phasen. Ja, wer am Ende dieser 9 Runden die meisten Prestigepunkte ergattert hat, der gewinnt. Clou der Sache ist, dass wir in jeder Runde uns hier entlang so einer Straße an die Gebäude einsetzen. Wenn dabei ein Mitspieler ein Gebäude nutzt, das uns gehört, dann werden wir mit einem extra Prestigepunkt belohnt. Und diese Gebäude werden dann eben, wir planen erst, also Schritt 1 jeder Runde, wir planen, setzen unsere Arbeiter auf die Gebäude ein. Schritt 2, die Sachen werden ausgeführt. Dann der Reihe nach, der Straße nachfolgend, also die Reihenfolge der Aktion, muss man hier auch großes Augenmerk drauf verwenden, dass man da richtig plant. Und im dritten Teil machen wir Lieferungen an die Burg, weil thematisch verstärken wir hier ja die Burgmauern und die Burg muss wieder aufgebaut und verstärkt werden. Wer die meisten Lieferungen in einer Runde abgibt, bekommt dann nochmal eine Gunst als Vorteil. Da werden wir auch nachher nochmal drüber reden. Und dann als vierte und abschließende Runde ist, dass man dann gegebenenfalls seine eigenen Gebäude in Monumente verwandeln kann. Man bekommt neue Arbeiter und dann geht die Runde auch wieder von vorne los. Weil auch das ist eine Sache, die hier bei Kailus ein bisschen anders ist als bei anderen Worker Placement Spielen. Die ganzen Arbeiter, die man einsetzt, die gehen dann quasi hier immer ins Lager zurück und man muss neue bekommen, um überhaupt wieder die Möglichkeit haben, Aktionen durchführen zu können. Aber zum Glück, am Ende jeder Runde gibt es ja eine Handvoll Arbeiter schon mal standardmäßig für jeden. Das ist im Kern das, worum es hier bei Kailü oder Kailus geht. 9 Runden werden gespielt, wer dann die meisten Prestigepunkte beisammen hat, der gewinnt. Und ja, Prestigepunkte bekomme ich in erster Linie natürlich auch durchs Errichten solcher Gebäude. Also jedes Gebäude hat aufgedruckte Punkte, die ich dann direkt bekomme. Und auch durch das Abgeben von solchen Lieferungspäckchen, die immer aus 3 Waren bestehen müssen.
an das Schloss. Ja, jetzt schauen wir uns die ganzen Regeln noch im Detail an. Wer schon genug hat, der kann einfach natürlich zum Fazit skippen. Kurz zum Spielaufbau. Ihr mischt am Anfang die neun Startgebäude. Die neun Startgebäude sind die mit dem gelben Banner links oben in der Ecke und verteilt die dann hier auf der Straße. Und eins dieser Startgebäude kommt hier auf den ersten linken Platz bei der Baustelle. Dann mischt ihr die neuen Holzgebäude, das sind die mit der braunen Seite oben, legt auch eins davon hier zur Baustelle und die anderen kommen dann hier offen neben den Spielplan. Das gleiche macht ihr mit den Steingebäuden, da kommt eins aufs dritte Feld der Baustelle, die anderen neben den Spielplan und ebenfalls neben den Spielplan kommen dann noch die Monumente. Den Vogt stellt ihr einfach hier auf den Platz an der Brücke. Dann gibt es noch ein Holzgebäude, das hier auf das gekennzeichnete Feld schon hinkommt und ein Steingebäude, das hier hinkommt, hatte ich gerade noch vergessen zu erwähnen, bevor er den Rest dann eben hier neben den Spielplan hinlegt. Jeder Spieler bekommt je nach Spieleranzahl unterschiedlich viele Arbeiter und zwei Holz, ein Stein und ein Essen. Ich habe hier für vier Spieler aufgebaut, da würde jeder Spieler sechs Arbeiter in seiner Spielerfarbe bekommen und natürlich noch die Häuser in seiner Spielerfarbe, die bekommt man auch. Jetzt werden allerdings noch die Charakterblättchen, die seht ihr hier links, unten gemischt und zwar so viele aufgedeckt, wie ihr Spieler seid plus drei, also sieben Stück im Vier-Personen-Spiel. Und entgegen der Spielerreihenfolge, also beginnend beim letzten Spieler und dann gegen den Uhrzeigersinn, sucht sich jetzt jeder Spieler hier einen Charakter aus. Es gibt empfohlene Charaktere für die erste Partie. Das sind tatsächlich auch die sieben, die hier links unten liegen. Der Architektin, der Vorarbeiter, der Gutsverwalter, der Tagelöhner, der Kämmerer, der Fuhrmann und die Händlerin. Die werden wir nachher dann noch kurz vorstellen. An der Stelle selber gesagt, es gibt natürlich auch noch ein paar weitere. Dann wären wir auch schon beim Spielablauf. Das Spiel verläuft, wie gesagt, über 9 Runden und jede Runde hat 4 Phasen. Phase 1 ist Planung, da setzen wir uns unsere Arbeiter auf diesen Gebäuden ein. Also wir stellen, wenn wir drankommen, einen unserer Arbeiter auf eines dieser Gebäude hier. Ja? Erstmal noch nicht nur hinstellen, also nur planen, nicht gleich die Aktion ausführen. Dabei ist es verboten, einen Arbeiter auf ein Gebäude zu stellen, auf dem bereits ein anderer Arbeiter steht. Also Spieler Rot kann jetzt nicht auch noch hier hin. Das kennt man ja aus vielen, vielen anderen Worker Placement Spielen auch. Man darf sich nicht auf Monumente stellen. Man darf sich nicht auf Residenzen stellen. Man darf sich nicht auf eins der drei Gebäude stellen, die zu Spielbeginn auf der Baustelle ausgelegt wurden. Und man darf sich auch nicht auf ein leeres Feld auf der Straße stellen, wo gar kein Gebäude liegt. Ja, und jetzt, so werden halt reihum jetzt die Arbeiter platziert. Ein bisschen muss man dabei allerdings im Hinterkopf behalten, dass manche Aktionen, die wir nachher ausführen werden, auch wieder vielleicht die Kosten von Arbeitern haben. Das müssen wir in unserer Planung ein bisschen mit berücksichtigen. Wir können also nicht jetzt einfach auf Teufel komm raus da alles irgendwie mit Gewalt auf den Spielplan stellen, wenn wir Aktionen ausgewählt haben, wo wir nachher noch Arbeiter brauchen, dann sollten wir das eben jetzt mit berücksichtigen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wo ihr Arbeiter hinstellen könnt, wenn ihr sie nicht zu einem Gebäude auf der Straße stellen wollt. Das ist da hier oben die Baustelle, wo wir bei Spielbeginn diese drei Gebäude hingelegt haben. Das sehen wir jetzt hier. Es gibt hier eben verschiedene Felder. Jeder Spieler kann in jeder Runde nur einmal zur Baustelle. Und wenn ich das tue, stelle ich meinen Arbeiter halt auf das Feld so weit links wie möglich, was noch frei ist. Also der Erste kommt halt auf die 1, der Zweite, der kommt auf die 2 und so weiter. Was es mit der Baustelle auf sich hat, werden wir dann nachher noch erklären. Eine Sache haben wir noch beim Spielaufbau vergessen. Ihr könnt gleich von jedem Spieler auch ein Häuschen hier unten an dieser Brücke bereitstellen. Weil die letzte Möglichkeit, die es hier noch gibt, ist das Passen. Wenn ihr passen wollt oder müsst, weil ihr keine Arbeiter mehr übrig habt, dann setzt ihr ein Haus eurer Farbe auf das erste freie Feld auf der Gildenbrücke, wie sie heißt. Also wenn Spieler Blau das passen würde, setzt er sein Haus hier hoch, was einen entscheidenden Effekt für alle nach ihm folgenden Spieler hat. Erstmal wird Spieler Blau jetzt Startspieler für die nächste Runde. Und zweitens muss jetzt jeder, der jetzt noch eine Aktion ausführen will, muss für diese Aktion einen Arbeiter extra bezahlen. Also die Kosten erhöhen sich für alles, was man tun will, um einen Arbeiter, den man zusätzlich ins Lager zurückschicken muss. Was dann dazu führen wird, dass vermutlich die anderen Spieler eben auch nicht mehr allzu ewig weiterspielen, sondern dann auch nach und nach passen. Und jetzt sieht man an der Reihenfolge der Häuser eben dann die Spielreihenfolge für die nächste Runde. Dann werden wir auch schon in Phase 2 der Aktivierung. Sobald also alle gepasst haben, werden jetzt die Gebäude eins nach dem anderen aktiviert. Und wir fangen dabei immer beim Stadttor ganz links hier
unten an. Die Aktionen werden jetzt also wirklich der Reihe nach, wie die Straße hier verläuft, ausgeführt. Und da muss man natürlich drauf achten. Also wenn Spieler Rot jetzt eingeplant hatte, hier vorne bei einer Aktion was zu benutzen, was er hinten erst bekommt, dumm gelaufen, Pech gehabt. Die Reihenfolge, in der die Aktion hier abgearbeitet werden, ist natürlich zwingend. Also immer schön der Straße folgen, eine Aktion nach der anderen durchführen und ja, es ist natürlich immer der Spieler dann dran, der jetzt hier auf dem jeweiligen Gebäude seinen Arbeiter stehen hat, der führt die Aktion aus und schickt dann den Arbeiter da links oben auf dem Spielbrett ins Lager zurück. Also nicht die Arbeiter in den eigenen Vorrat zurücknehmen, sondern die kommen erstmal weg, wenn die was gemacht haben für einen. Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach hier mal kurz so ein bisschen die Effekte der Gebäude, die ihr hier seht, so durch. Ganz links unten haben wir den Jahrmarkt. Da kriegt man für ein Holz eine Gunst. Was eine Gunst ist, sollten wir an der Stelle vielleicht mal erläutern. Wenn ein Spieler eine Gunst erhält, hat er zwei Möglichkeiten. Er kann erstens von einem Charakter den Charakter von einem Mitspieler nehmen. Wir erinnern uns, bei Spielbeginn hat ja jeder Spieler einen Charakter ausgeteilt bekommen mit einer Spezialfähigkeit. Und jetzt stellen wir mit den Sätzen fest, das ist gar nicht dauerhaft fürs ganze Spiel, sondern tatsächlich kann uns das weggenommen werden, wenn einer unserer Mitspieler eine Gunst erhält und es eben auf unseren Charakter abgesehen hat. Alternativ kann man mit der Gunst einen der drei zu Spielbeginn neben der Baustelle ausgelegten Gebäude für einen nutzen, und dann einen der Charaktere nehmen, die leider vorhin beim Spielaufbau ich vergessen hatte hinzulegen. Also hier rechts neben der Baustelle, ihr habt euch bestimmt auch schon gewundert über die drei freien Felder. Da liegen dann nochmal drei weitere Charaktere bereit. Und zwar die drei, die wir beim Spielaufbau nicht gewählt haben. Wir erinnern uns, im Spiel zu viert werden 7 Charaktere bereitgelegt. Von denen kommen ja dann nur 4 an die Spieler raus. Und die drei übrigen landen dann hier auf diesen Feldern neben der Baustelle. Ich fasse nochmal zusammen, bei einer Gunst klauen wir entweder einem unserer Mitspieler einen Charakter oder wir nutzen eines dieser Baustellengebäude und schnappen uns dann einen dieser Charaktere, die hier liegen. So ist es tatsächlich möglich, mehrere Charaktere gleichzeitig aktiv zu haben. Jetzt können wir zurückspulen und nochmal die Aktionen durchgehen. Ganz links unten eben für ein Holz bekommen wir auf dem Jahrmarkt eine Gunst. Was eine Gunst ist, haben wir jetzt gerade eben ja gelernt. Das Feld daneben ist der Notar. Da geben wir ein Tuch ab und dürfen jetzt eines unserer Häuser oberhalb eines beliebigen Gebäudes auf dem Plan abstellen, um jetzt anzuzeigen, dass das Gebäude uns gehört. Ich mach's nochmal. Daneben sehen wir den Notar. Da geben wir ein Tuch ab und dürfen dann eins unserer Häuser oberhalb eines Gebäudes auf den Plan stellen, sofern das Gebäude ein gelbes Banner aufweist. Sieht man auch am Symbol. Also wir nehmen ein gelbes Gebäude in unseren Besitz. Spieler Gelb könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, was machen wir? Ich hätte gern, dass halt hier das Haus hier in Zukunft immer mir gehört. Ja, markiert man dann mit seinem Häuschen. Weil wichtig, wenn in Zukunft ein Mitspieler, also jetzt nicht gelber, sondern eben ein Spieler von einer anderen Farbe, diesen Ort hier nutzt, dann bekommt der Spieler, dem der Ort gehört, also in dem Fall gelb, einen Prestigepunkt. Das dritte Gebäude, was wir hier haben auf der Straße, ist der Zimmermann. Da wählen wir dann ein Holzgebäude, das sind die Gebäude, die links neben dem Spielplan liegen, bezahlen die aufgedruckten Kosten, die sind links oben, also in dem Fall ein Holz und ein Essen, und bauen dann dieses Gebäude auf einen frischen Platz an der Straße und markieren dann natürlich auch direkt mit einem Haus in unserer Farbe, dass wir das gebaut haben und dieses Gebäude uns gehört. Das vierte Gebäude hier auf der Straße ist schon aufgedruckt, das heißt, diese 4 werden auch immer in dieser Reihenfolge hier in der Straße vorkommen, ist der Zoll. Da bewegen wir den Vogt, das ist diese nette Pferdereiterfigur hier, um 0, 1 oder 2 Felder vor oder zurück. Und direkt daneben kommt auch noch als Aktion selber die Gildenbrücke. Auch die ist zur Bewegung des Vogts gedacht. Wenn man nämlich die Gildenbrücke aktiviert, dann kann man wieder durch die hier angegebene Reihenfolge den Vogt bewegen. Und zwar auch wieder 1 bis 3 Schritte vor oder zurück. Für jeden Schritt, den man hier allerdings den Vogt bewegen möchte, muss man einen Arbeiter abgeben. Also umsonst ist das Bewegen nicht. Und da kann es dann plötzlich ganz attraktiv sein, das letzte Häuschen auf der Leiste zu sein, weil man dann eben der Letzte ist, der den Vogt bewegen darf.
Man kann sich hier natürlich mit anderen Mitspielern absprechen, falls es gemeinsame Interessen gibt, wo der Vogt am Ende dieses ganzen Herumwanderns dann stehen soll. Aber natürlich muss sich niemand an diese Absprachen halten. An der Stelle sei vielleicht auch mal gesagt, was es mit dem Vogt auf sich hat. Der Vogt bewegt sich eben immer der Straße lang und steht damit immer zwischen zwei Gebäuden. Und tatsächlich werden wir die Runde, also das Auswerten dieser geplanten Aktionen, immer nur bis zu der Stelle durchführen, an der der Vogt steht. Wenn er jetzt also hier stehen würde, wo ich ihn jetzt mal kurz fürs Beispiel hingestellt habe, würde das bedeuten, dass in dieser Runde diese drei Herren hier, also Spieler Grün zweimal und Spieler Rot einmal, Aktionen geplant haben, die gar nicht mehr drankommen. Da hätten sie halt irgendwie auch dafür sorgen müssen, dass der Vogt weit genug vorläuft, damit dann all diese Aktionen auch drankommen. Wir arbeiten also die Straße immer nur bis zum Vogt ab und alles, was danach kommt, verfällt. Ganz schlimm, die Arbeiter kommen nicht mal kostenlos zurück, die kommen trotzdem einfach da ins Lager zurück und haben halt einfach nichts für einen getan. Ja, das waren diese vier Gebäude, die schon aufgedruckt sind, der natürlich eine große Bedeutung hier im Spiel zukommt. Dann noch die Gildenbrücke, wie gesagt, also eigentlich fünf, sorry. Und jetzt kommen diese Startgebäude, die wir hier durch Zufall auf der Straße verteilt haben. Und da haben wir halt, hier kriegt man ein Holz, hier kriegt man eine Nahrung, hier kriegt man einen Stein. Hier kann man eine Ressource abgeben, um drei Arbeiter zu bekommen. Hier kann man einen Arbeiter abgeben, um eine Ressource seiner Wahl zu bekommen. Hier kann man nochmal ein Holzgebäude bauen. Hier gibt es wieder eine Nahrung. Und hier hinten könnte man einen Stein in vier Arbeiter tauschen. Und dann das eine Holzgebäude, was wir tatsächlich hier schon liegen haben, das würde uns ermöglichen, ein Steingebäude zu bauen. Die Steingebäude liegen natürlich auch neben dem Spielplan auf, haben auch wieder aufgedruckte Kosten links und wie jedes Gebäude dann rechts oben die Siegpunkte, die man bei Spielende, die Prestigepunkte, die man bei Spielende dafür erhält. Und jedes Gebäude hat dann natürlich seinen eigenen Effekt. Da kommen dann natürlich ganz neue und stärkere Effekte ins Spiel, wo man plötzlich an Gold rankommt. Gold ist ein Joker und außerdem ist jeder Goldbarren bei Spielende auch nochmal zwei Prestigepunkte wert. Es gibt dann natürlich auch Gebäude, wo man dann überhaupt an Tuch richtig in größeren Mengen kommt und so weiter und so fort. Dann wären wir auch schon bei Phase 3 der Runde, die Lieferung auf die Baustelle. Die Phase ist tatsächlich nur für Spieler relevant, die auch einen Arbeiter während der Planung zur Baustelle geschickt haben. Jeder, der jetzt hier steht, darf Lieferungen durchführen. Eine Lieferung besteht immer aus drei unterschiedlichen Ressourcen, von denen eine immer Nahrung sein muss. Und diese Bündel genannten Lieferungen, die sind dann 5 Siegpunkte a Bündel wert. Und wer die meisten dieser Bündel geliefert hat, der erhält eine Gunst als Belohnung. Beim Gleichstand, man kann sich schon denken, wird derjenige gewinnen, der seinen Arbeiter früher auf die Baustelle geschickt hat. Deswegen überhaupt hier die Plätze 1, 2, 3, 4 und so weiter. Dann sind wir in Phase 4 der Runde angekommen, der Verwaltung. Und da machen wir einfach folgende Schritte in der angegebenen Reihenfolge. Erstens Residenzen. Das bedeutet, alle Startgebäude, alle Häuser, die ein gelbes Banner haben, über denen jetzt ein Haus steht, werden einfach umgedreht. Also hier haben schon Leute gelbe Dinger in Besitz genommen. Die werden jetzt einfach auf die Rückseite gedreht und verwandeln sich dadurch in Residenzen. Jetzt beginnt bei der Gildenbrücke und dann auch wieder der Straße nachfolgend, könnte sich jede Residenz, also jedes grüne Banner, in ein Monument, blaues Banner, verwandeln. Entscheiden, ob das passiert oder nicht, ist natürlich der Spieler, dem das gehört. Also fangen hier an, Gildenbrücke, das erste Residenz, die hier kommt, ist Spieler Grün. Er wird gefragt, möchte der jetzt ein Monument bauen? Nö, keine Lust. Dann kommt weiter Spieler Blau, möchte der eine Residenz bauen? Der sagt vielleicht, ja klar, hurra. Und dann, ähnlich wie ein Gebäudebau, da bezahlt man dann einfach die angegebenen Ressourcen, die links oben draufstehen, baut dann eben ein Monument drüber, was mit jeder Menge Prestigepunkte, in dem Fall sogar noch einer Gunst, belohnt wird. Allerdings überbaut man damit natürlich dann seine Residenz, die einem jetzt beim nächsten Schritt, der kommen würde, einen extra Arbeiter geben würde, weil jetzt in Schritt 3 der Verwaltung kriegt jeder drei Arbeiter in seiner Farbe aus dem Camp plus einen pro Residenz, den man hat. Es gibt dann auch spezielle Gebäude wie den Garten oder den Kornspeicher, die einem bestimmte Sachen geben könnten wie ein Tuch oder eine Nahrung. Die bekommt ihr dann halt, wenn ihr Besitzer des jeweiligen Gebäudes seid. Dann stellen wir den Vogt vor das letzte Gebäude auf der Straße, ignorieren dabei allerdings die zur
Spielbeginn platzierten Steingebäude, also hier oben liegt ja schon ein Steingebäude, das ignorieren wir. Der Vogt wandert bis vors letzte Gebäude auf der Straße. Das heißt, das letzte Gebäude in der Reihe, oder in dem Fall eben sogar zwei Gebäude, die würden jetzt nicht aktiviert werden in der Runde, wenn die Spieler dann nichts an der Position des Vogtes dann im Laufe der Runde ändern. Nicht vergessen, dann den Rundenmarker noch ein Feld vorzuschieben, dann beginnt eine neue Runde. Nach der 9. Runde habt ihr es geschafft, das Spiel ist vorbei. Ihr deckt eure Prestigepunkte auf, weil ihr die übrigens, das habe ich an der Stelle noch gar nicht erwähnt, im Laufe des Spiels einfach in Form von Tokens bekommt. Es gibt hier keine Kramerleiste oder sowas, sondern man nimmt sich die eben einfach als Plättchen. Am Ende werden die zusammengezählt. 2 Prestigepunkte pro Goldbarren, den ihr noch in eurem Besitz habt, zählt ihr hinzu. Und wer jetzt die meisten Prestigepunkte hat, der gewinnt das Spiel. Ich wollte einmal wenigstens diese empfohlenen Charaktere für die erste Partie ein bisschen näher vorstellen. Da hätten wir einmal oben den Gutsverwalter, der es einem ermöglicht, nachdem alle Spieler in der Aktivierungsphase die Gildenbrücke gespielt haben, darf man den Vogt kostenlos um ein Feld vor- oder zurückbewegen. Hier haben wir die Architektin. Da kriegt man einfach einen zusätzlichen Prestigepunkt, wenn man ein Holzgebäude, ein Steingebäude oder ein Monument errichtet. Beim Tagelöhner bekommt man einfach einen zusätzlichen Arbeiter in der Anwerbung in Phase 4. Der Kämmerer ermöglicht es einem, Bündel ohne Ressourcenbeschränkung auf der Baustelle abzuliefern. Also man ist dann, man kann auch 3 gleiche Sachen abgeben. Es müssen nicht mehr 3 verschiedene sein. Man ist da dann vollkommen frei in der Zusammenstellung seiner Bündel. Ganz links hier unten haben wir die Händlerin. Einmal pro Runde darf man da einen Arbeiter auf einem Gebäude platzieren, das bereits von einem Arbeiter eines Mitspielers besetzt wurde. Wenn dann das Gebäude in der Auswertung drankommt, darf man allerdings erst nach dem Arbeiter, der da zuerst stand, die Aktion ausführen. Dann haben wir hier unten in der Mitte den Fuhrmann. Man darf Bündel auf der Baustelle abliefern, ohne dort einen Arbeiter eingesetzt haben, aber agiert beim Bündelabgeben immer als Letzter. Wenn es also in der Menge der abgegebenen Bündel einen Gleichstand gibt, verliert den der Fuhrmann. Rechts unten haben wir noch den Vorarbeiter. Man kriegt einen zusätzlichen Prestigepunkt pro Bündel, das man auf der Baustelle abliefert. Und dann, wie gesagt, gibt es noch eine Handvoll weitere Figuren, um da den Widerspielreiz nochmal ein bisschen zu erhöhen. Nochmal ein kurzer Blick auf die Gebäude, also hier die Holzgebäude, da seht ihr schon, da gibt es dann plötzlich die Ressourcen doppelt, so Nahrung, Stein oder auch überhaupt 2 Tuch, eine Gunst kann man sich nochmal erspielen oder Arbeiter besorgen, schon nett, oder Tücher in Siegpunkte verwandeln, das gibt es alles mit den Holzgebäuden. Die Steingebäude sind dann nochmal ein bisschen attraktiver, da sieht man, kriegt man plötzlich schon 2 Holz und ein Tuch oder 2 Stein und ein Tuch oder kann sich halt das wertvolle Gold besorgen, was ja auch schon Siegpunkte wert ist, oder Arbeiter direkt in Siegpunkte verwandeln und solche Dinge. Ja gut, und zu guter Letzt eben die Monumente. Da gibt es ein paar, die dann einem auch nochmal so einen Effekt geben, wie extra Arbeiter mit den Gärten oder hier halt ein Tuch und eine Nahrung, und die anderen dann halt wirklich mächtig mit Siegpunkten reinhauen. Ja, vor allem die Burg hier für 4 Stein und 3 Gold sind 20 Prestigepunkte. Sowas kann dann schon spielentscheidend sein. Ja, also erstmal werde ich mich nicht an den Namen gewöhnen. Kailus. Für mich heißt es einfach Kailus, aber ich weiß es falsch. Egal. Sailü. Ich finde, auf jeden Fall, auch wenn ich das alte Kailü nie gespielt habe, natürlich haben sie das hier schön aufgefrischt. Ja, wenn man die alten Bilder sieht, da haben sie schon, also gerade diese Personenkarten und so, das ist alles so ganz hübsch. Wobei ich jetzt gleich mal sagen muss, so der Spielplan an sich, finde ich auch, wirkt auch in der Neuauflage eher so ein bisschen altbacken. Aber ja, ich gut, sehr einladend, da kann man sagen, ich finde es sehr einladend. Ja? Ich muss sagen, ich fand das Spiel sehr interessant zu spielen. Ja? Allerdings ist es dann tatsächlich auf diesem Niveau geblieben. Also ich finde es ein interessantes Spiel zu gucken. Oh, so war eines der ersten Worker Placement-Spiele. Und es hat auch wirklich interessante Aspekte mit dem Vogt. Ja? Also dieser Ärger-Aspekt, das ist schon ganz schön krass teilweise auch, dass man dann den sozusagen so wieder zurück beordern kann. Und dann kann das ja dazu führen, dass dann quasi aktivierte Gebäude nicht zünden von Mitspielern, ja, weil man da in den Vogt wieder weggebracht hat. Das ist ein
sehr interessantes, sehr interessanter Mechanismus. Alles in allem finde ich aber, es ist eher jetzt aus der heutigen Perspektive eher so ein Mittelmaßspiel. Also ich hatte einfach nicht so viel Spaß damit. Ich glaube, der Hauptgrund liegt daran, dass es zwar alles funktioniert, aber dass man tendenziell doch sehr viel im Klein-Klein macht und nicht so richtig cool. Also ich hatte nie das Gefühl, ich habe jetzt richtig coole Gebäude, richtig cool was machen oder ich kann mir hier irgendwie eine richtig coole, ich kann nicht gute Züge machen. Also das finde ich dann schon ein bisschen hart. Mittelmaß fände ich schon sehr, wird dem Spiel jetzt auch nicht mehr gerecht. Es ist immer noch ein sehr gutes Spiel. Man muss nur verstehen, Kailü oder Kailos hat seine Top 100 Board Game Geek hier auf dem in der Vita stehen sozusagen. Und da will man schon, da ist man natürlich schon die Erwartungen und so, da denkt man, ja, hier, hallo, hallo. Und ich glaube, vielleicht da stimme ich dir zu, da würde es heutzutage nicht, wenn es nicht diesen Fan-Community hätte, würde es heutzutage nicht mehr hinkommen. Es ist immer noch ein sehr gutes, sehr interessantes, einsteigerfreundliches Kennerspiel, wenn man es so möchte, wo man irgendwie, gerade auch hier, ich habe auch, da fehlt es natürlich jetzt, muss auch zugeben, das Original Kailü ist ein schwarzes Loch ein bisschen bei mir, aber es soll jetzt auch hier eben ein bisschen zugänglicher sein, entschlacktere Regeln haben, es hat eine höhere Varianz. Durch diese Character Powers, durch diese Charaktereigenschaften, die man da hat, und es ist natürlich deutlich hübscher, weil das kann man auch mal ehrlich sein, zumindest das ganz Originale war jetzt wirklich verglichen mit heute fast schon so nicht so schlimm wie bei Brass, aber jetzt wirklich auch kein besonders ansehnliches Spiel. Und da ist das natürlich alles schon sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, ich finde es tatsächlich immer noch sehr, sehr gut, aber heutzutage ist es halt angesichts dieser überbordend großen Konkurrenz aus in diesem Genre, tut es dann halt schwerer, noch so hervorzustechen, wie es damals mit Sicherheit getan hat. Ich wette, damals war das der absolute Straßenfeger. Also wenn du da Spiele runter hast, sagst, Leute, ich habe ein Spiel gespielt. Ja. Also wenn ich mir vorstelle, zum ersten Mal richtig konsequent die Worker Placement Mechanik im Spiel so erlebt zu haben. Ich kann mich da gar nicht so erinnern, sondern sie war dann irgendwie plötzlich da gefühlt. Also sie ist so präsent, dass sie quasi jetzt dazugehört, wie das Abend in der Kirche und sonst irgendwie. Und was man ja sagen muss, eigentlich ist es schon früher, also wenn man da ja auch, habe ich es auch in dem Wikipedia-Artikel nochmal kurz aufgeschnappt, dass eigentlich auch so Spiele wie Carcassonne, wo du schon Arbeiter quasi einsetzt, die dann quasi deine Aktion definieren, eigentlich schon so Vorläufer dessen sind, was dann Worker Placement ist. Ja, also ich muss auch sagen, schon spannend. Ich finde es, deshalb sagte ich interessant, ja, ich finde auch wirklich, wirklich faszinierend, dass eben das ja nicht nur Worker Placement ist, sondern wir bauen ja sogar unsere Felder. Ja, was ja, das ja eigentlich mag ich schon, ja bis heute. Was ja sozusagen super. Eigentlich schon mal noch einen Schritt weiter ist, gefühlt, ja, und Kailü hat es sozusagen schon das dann vorweggenommen, ja. Ein Element, das, was ich bis heute mag. Auf jeden Fall. Man braucht Gebäude, die gehören dir, und wenn jemand anders die nutzt, dass die andere mitnutzen können und dass man dann aber was bekommt. Das ist ein Element, das ist super. Immer wieder das gut ist finde. Absolut super. Ich glaube halt einfach nur, ich finde halt nur trotzdem macht das Spiel einfach nicht so viel Spaß, trotz dieser tollen Pionierarbeit, die hier gemacht wurden. Ich glaube halt, der Unterschied ist halt einfach bei mir so, wenn ich jetzt das mit Brass zum Beispiel vergleiche, ja, da ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, da ist halt das Spiel als Spiel, finde ich, ist nicht so gealtert. Ja. Hier habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass eben, was da so passiert, mir, also auch zum Beispiel einfach, ja, vor allem, was wie die Gebäude, was die für Effekte haben, das ist mir halt alles ein bisschen zu dünn. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, jemand, der klassische Spiele mag, ja, also man muss ja auch fairerweise sagen, auch als wir kürzlich Funkenschlag rezensiert haben, wenn du dich erinnerst, dieser Friedemann-Friese-Klassiker. Ja. Auch da haben wir gesagt, das ist toll, das ist auch verständlich, dass es so viele Leute so hoch einschätzen, aber es zündet nicht mehr so richtig in der heutigen Zeit. Ja, aber diese Aktionen und so, das ist ja schon das, dann das sofort ich sag gar spannend. Nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Das ist schon cool, aber es hat halt so seine Hiccups und ich persönlich finde ich, das trifft auf Kailos 1303 auch zu. Was heißt das? Das heißt einfach nur, wenn euch sowas interessiert, wenn ihr auch klassische Spiele gerne mögt, die auch so ein bisschen so, man merkt schon, es ist so ein bisschen so, na, hat nicht so dieses Klimbim, was man heute so hat. Es ist wirklich so ganz direkt das umgesetzt und
da kann man Kailü spielen, da kann man auch Funkenschlag spielen. Ich sage nur, man muss es nicht haben, wenn man jetzt das Gefühl hat, man will nur die besten Sachen also, haben, die man... Wenn man natürlich so ein bisschen an jetzt so wirklich als Brettspieler bezeichnet und jetzt sage, ich bin da auch an dem Werdegang der Spiele interessiert dann, und so, dann hat es natürlich klar, dann ist das ein Gewicht und hat es sein... Da bin ich auch froh, dass wir es gemacht haben. Jetzt. Total wichtig und dann muss man das gespielt haben und wenn man Kailü hat und Fan davon ist, ich glaube auch dann, also ich, das kann ich nicht ganz beurteilen, ich habe aber so ein bisschen quer gelesen in einzelnen Kommentare und da war schon, zumindest die Intel-Kommentare, die ich jetzt aufgeschnappt habe, die in die Richtung gingen, dass hier die neue Flagge tatsächlich besser ist. Auch wenn sie zugänglicher ist. Also es gibt vielleicht ein paar, die sagen, ja klar, aber ich mochte vielleicht gerade das bestimmte irgendwie. Es ging auch länger, glaube ich. Es ging länger, das Original, Kailü, Kailus, genau. Aber ich habe vernommen, dass wenn ihr Fans seid, dass sich dann durchaus eben diese Neuanschaffung allein über die Aufmachung, eben diese gesteigerte Varianz über solche Charakterfähigkeiten und so weiter, dass sich das wohl schon lohnen würde. Endgültig sagen kann ich es da nicht, weil mir tatsächlich die Erfahrung des Originals halt, wie gesagt, fehlt. Wenn man jetzt eben halt Fan des Genres ist, dann finde ich halt, ist es eine schwierig zu beantwortende Frage und sich jetzt Historie, egal, ich möchte einfach Spielspaß erleben. Es ist halt wirklich, es ist halt das meistverbreitete Genre. Das ist wie, als wenn du halt, ein Krimi in Deutschland. Es gehört, es gibt halt viel. Ich finde dann einfach nur, ich finde es sehr solide. Ja, total. Sehr solide. Must-have. Kein Must-have, Es ist sehr solide. Es gehört halt für uns nicht in diese Kategorie der Must-have-Reprints wie Glenmore 2, Brass. Ja, das stimmt. Solche Sachen gibt es halt und in der Liga kann es leider nicht spielen. Aber es ist trotzdem solide und gut und wer das spannend fand und wer die Regelerklärung jetzt interessant fand, der kann da bedenkenlos zugreifen. So kann man das definitiv Weil sagen, allein so hat es natürlich seine Aufgabe erfüllt. Mir war schon lange, jetzt trage ich diesen Titel in meiner imaginären Liste im Kopf rum und weiß, das musste man spielen, das musste man spielen. Hab das schon und dann dieses Original, dieses, ich glaube, so ein blauer Rand. Wirklich, das habe ich, glaube ich, selbst schon auf dem Flohmarkt und dachte, oh nee, ich möchte das aber gar nicht spielen. Möchtest du nicht haben. Und dann kam das und das hat mich aber, deswegen widerspreche ich dir auch ein bisschen da bei der Aufmachung, ich finde auch, das hat sofort einladend ausgesehen. Ich habe dann sogar, wir hatten das dann schon 3 Tage rumstehen, dann war ich auf Instagram und sehe so ein Foto, so eine Nahaufnahme von so einem Short, von so einem Pad. Denk so, oh, was ist denn das für ein hübsches Spiel? Echt, das war tatsächlich dann auch wieder Kailü. Also ich finde, da in der optischen Hinsicht ist es gelungen. Ein Worker Placement ist auch immer noch, ich kann mich da nicht satt sehen. Ich mag auch manchmal diese Einfachkeit, arbeite dahin, 2 Essen nehmen, arbeite dahin, ein Holz nehmen, arbeite dahin, was umtauschen. Ich mag auch immer noch dieses Gradlinige. Manchmal fühle ich mich da einfach, man irgendwie auch nach einem langen Arbeitstag ist das halt immer noch nicht zu seicht, aber halt auch nicht gleich Lacerda krass, so einen angenehmen Schwierigkeitsgrad. Das bietet es halt tatsächlich nach wie vor. Also es hat schon seinen Platz verdient. In meiner Top 100 wäre es allerdings auch nicht mehr. So viel kann ich sagen. Nee, leider nicht. Aber das war unsere Wunschrezension Kailü 1303. Und danke fürs Voten, fürs Unterstützen an alle Unterstützer, falls euch es interessiert. Ab jeder beliebigen Stufe der monatlichen Unterstützung kann man bei uns einmal im Monat mitvoten. Stellen wir immer vier verschiedene Titel jetzt zur Wahl inzwischen. Und einer wird es dann. Und diesmal war es Kailü. Ist kein Thema. Kein Thema vorhanden. Doch, in der großen Burg. Ja, komm. In Kailü. Gut, das war's. Wir sagen danke, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss. Schalten Sie bald wieder ein, denn etwas Spaß muss sein.